Hallo ihr Lieben, heute stehen wir mal zu zweit in der Küche und was es da gibt, ganz leckere selbstgemachte Tomatensauce. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, uns zuzuhören, wie wir kochen und ganz viel Spaß beim Nachkochen. So, bei uns gibt es heute selbstgemachte Tomatensauce und was wir alles dafür brauchen, zeigen wir euch jetzt. Eine Tomate, zweite Tomate, dritte Tomate. Vierte Tomate, fünfte Tomate und die sechste. 2, 4, 6. Sehen wir. Und weil die nicht ganz 800 Gramm ergeben, gibt es noch eine Mini-Tomate dazu. Wir brauchen nämlich 800 Gramm Tomaten. So. Eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 3 Esslöffel Tomatenmark, einen Teelöffel Rohrzucker. Dann brauchen wir ein bisschen Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Und auch noch ein kleines bisschen Rotwein. Genau. Habe ich noch was vergessen? Ach ja, genau. Wir haben gerade noch den Kräutergarten geplündert auf dem Balkon. Frische Kräuter sind natürlich auch immer gut. Ich habe hier jetzt gerade noch ein bisschen Rosmarin, Thymian und Basilikum gefunden. Die Tomatensauce eignet sich natürlich super für Nudeln, aber auch für Pizza. Oder was ihr so mit Tomatensauce anfangen wollt. Genau. Was wir damit später anfangen, das könnt ihr übrigens auf einem unserer weiteren YouTube-Videos später noch sehen. Also, subscribe, like und seid gespannt, was noch kommt. Knoblauch oder Zwiebeln? Ich nehme gern den Knoblauch. Achso. So, und ich glaube, das Schneiden ist meistens nicht ganz so spannend, deswegen... Kriegt bestimmt ein Fast Forward im Video. Wenn wir jetzt mit dem Kleinstein fertig sind, können wir auch direkt an den Herd. Jedenfalls können wir uns aufteilen. Ja, machen wir einmal das. An den Herd und einmal geht es hier ans Tomatenschneiden. Also, Attacco! So, und währenddessen wir jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch andünsten, schneiden wir hier mal die Tomaten. So. Und da schneiden wir natürlich den Strunk weg, den wollen wir nicht. Und ansonsten werden die Tomaten einfach klein gewürfelt. So, wir nehmen natürlich wieder das gute Tomatenmesser. Das hat einfach diese Spitzen, um die Tomaten perfekt zu schneiden. Oder was habt ihr so für Messer zu Hause für Tomaten? Habt ihr da irgendwie bessere Ideen? So, genau. So, erste Tomate ist erstmal durch. Die nächsten seht ihr, wenn es fertig ist. Zack, da sind wir fertig. So, Tomaten sind klein geschnipselt und kommen in den Topf. Okay, also Knoblauch kommt rein. Zack. Und auch die leckeren Zwiebeln. Es riecht auf jeden Fall schon super lecker. Gut, bei Knoblauch und Zwiebeln kann man noch gar nicht so viel Fleisch machen. Stimmt, tatsächlich. So, ja, danke schön. Also, wir warten jetzt, bis die Zwiebeln und der Knoblauch ein bisschen angedünstet sind, bevor wir das Tomatenmark hinzufügen. Dann füge ich jetzt einfach mal kurz das Tomatenmark hinzu. So. Während dessen hier das Tomatenmark mit angedünstet wird. Vielleicht kennt ihr noch nicht unseren Instagram-Channel, aber schaut da auch gerne mal vorbei. Strawberry Rooftop. Und was ja bei uns auch immer ganz besonders ist, das, was wir kochen, kommt tatsächlich direkt danach auf den Tisch. Also, wir haben gar keine fancy Dekoration. So. Und das sieht doch jetzt ganz gut aus. Das lassen wir jetzt schon mal ganz kurz abkühlen. Etwas Rotwein. Ja, wir brauchen jetzt die Tomaten. Die sind ready. Die Tomaten sind ready. Nice. Dann lass uns die mal hinzufügen. So, und rein da. Und jetzt kommen die Tomaten. Ja. So, super 800 Gramm. Mal gucken, wie viel davon am Ende noch übrig bleibt. Ja, das stimmt tatsächlich. Tomaten sind ja auch immer voll mit Wasser, da verdunstet bestimmt einiges. Ja, deswegen müssen wir jetzt 40 Minuten erstmal schwitzen. Ah, so. So,
So, einmal umrühren. Oh, das riecht schon richtig lecker. Ich kann da noch ein bisschen für ein bisschen Würze sorgen. Und zwar einmal salzen. Pfeffern. Ein kleines bisschen Rohrzucker. Wenn ihr nicht gerne mit Zucker kocht, dann vielleicht einfach ein bisschen Honig nehmen oder so. Aber das ist immer gut, weil Tomaten so eine gewisse Säure haben. Und da ist es schon immer nicht schlecht, wenn man ein bisschen was Süßes als Ausgleich hinzufügt. Und Paprikapulver. So. So, und das muss ich jetzt einmal umrühren. Blubbel, blubbel, blubbel. Genau, das müsst ihr jetzt kurz aufkochen lassen. Und dann weitere 30 Minuten einfach vor sich hin köcheln lassen, damit die Flüssigkeit rausgeht. Und damit euch die Tomaten jetzt bei den 30 Minuten köcheln nicht verbrennen, ist ganz wichtig, dass ihr die Hitze runterdreht. Also so auf 1 oder 2. Unser Herd gibt es 9, also da habt ihr jetzt mal so ungefähr einen Größenvergleich. So, die Zeit, in der jetzt die Tomatensauce auf dem Herd vor sich hin köchelt, können wir dazu nutzen, ein bisschen Ordnung ins Gemüse zu bekommen, also in die Kräuter. Sprich, die Kräuter klein hacken. Wir haben hier gerade Thymian. Macht immer super viel Spaß, den abzumachen von diesen mini kleinen Stängelchen. Ja. Das dauert meistens ein bisschen. Dann haben wir Rosmarin und Basilikum als Klassiker der italienischen Küche. So, dann mache ich mich mal an den. Wer schneller fertig ist. So, mit den Kräutern sind wir jetzt durch und am Ende der Zeit von der Soße, wenn die 40 Minuten rum sind, kommen auch die Kräuter rein. Deswegen, bis gleich. Ja, wir haben jetzt ungefähr 3 Minuten vor Ende der Kochzeit und fügen deswegen jetzt mal unsere geschnittenen Kräuter hinzu. Ups, ich mach das doch lieber so. Die riechen richtig lecker. So. Yum. Sieht auf alle Fälle cool aus. So, einmal umrühren. Jetzt hast du ungefähr 2-3 Minuten. Und dann wird das Ganze gleich püriert. So, und jetzt pürieren wir das Ganze. Entschuldigung. Achtung. So, wir haben hier einen super Pürierstab. Warte, ich zeige euch das mal ganz kurz. Achtung. Okay. Und jetzt für diese Aktion am besten vielleicht eine Schürze anziehen. Es könnte nämlich spritzen. Achtung. Oder halt ein Gefäß nehmen, das hoch genug ist. Ja, und los geht's. So, und ihr seht schon, es dauert ein bisschen. Deswegen kriegt ihr hier auch direkt wieder ein Fast Forward. Also bis gleich. So, fertig, oder? Sieht gut aus. Lass uns nochmal ganz kurz probieren, wie es schmeckt. Klar. Eventuell. Super lecker. Alles klar. Also. Jetzt lassen wir das nochmal ganz kurz aufküchen. Genau. Einmal noch kurz erhitzen lassen. Und dann habt ihr frische, selbstgemachte, super leckere Tomatensauce. Genau. Und nicht vergessen, immer mal wieder testen und nachwürzen. Dann schmeckt es am besten. Genau, und da das jetzt relativ viel ist, das sind ungefähr so 2 Portionen für 2 Personen, könnt ihr das Ganze auch schön teilen und dann, aufteilen, die Tomatensauce, und dann eben auch in ein Einmachglas abfüllen und dort ein bisschen aufbewahren. Wir zeigen euch jetzt gleich noch, nachdem das hier einmal aufgeköchelt ist, das Endergebnis in unserem Einmachglas. Und dann wünschen wir euch auf alle Fälle schon mal viel Spaß beim Nachkochen. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns über Likes und Subscribes. Genau, und wenn ihr es nachkocht, dann taggt uns gerne unter Hashtag Strawberry Rooftop. So, und hier seht ihr jetzt das Endergebnis in einem von Omas Einmachgläsern. Genau. Ich glaube, von oben sieht man jetzt gerade noch nicht ganz so viel, oder? Vielleicht mal hier so. Oh.
Achtung, es ist noch heiß. Es ist tatsächlich noch heiß. Aber ihr kriegt jetzt gleich ein kleines Video noch von der Seite. Ich bin gespannt, wie es euch geschmeckt hat. Also lasst gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Und wenn ihr noch mehr leckere Kochvideos und Inspirationen sucht, dann abonniert doch einfach gerne meinen Channel. Bis zum nächsten Mal!